Hallo, hier ist Dennis mit einem neuen Video. Heute zeige ich dir drei Tipps und Tricks zum Thema Plektrumspiel. Viel Spaß mit dem Video. Der erste Tipp ist, welches Plektrum sollte man benutzen und welche Form und welches Material. Die wohl bekanntesten Hersteller von Plektren sind die Dunlop Plektren. Die kriegt ihr in einem eurer Musikhäusern. Es gibt verschiedene Stärken, verschiedene Materialien. Die bekanntesten sind Dunlop Tortex zum Beispiel in verschiedenen Stärken, wie 0,37 mm, 1,5 mm oder auch 1,0 mm. Ich empfehle meinen Schülern immer ein Plektrum ab 1 mm Stärke zu benutzen, da man gerade wenn man Rockgitarre spielt oder E-Gitarre spielt, einen besseren Rebound der Saite hat. Ich persönlich bevorzuge die Jazz 3 Plektren von Jim Dunlop. Die gibt es in zwei verschiedenen Größen. Einmal eine XL-Größe, die ich benutze, und einmal die ganz normalen, die sind ein bisschen kleiner. Wie hält man das Plektrum richtig? Wir knicken den Zeigefinger der rechten Hand ab, legen das Plektrum drauf, dass die Spitze zum Fingernagel zeigt, und legen den Daumen drüber. Somit haben wir die perfekte Haltung des Plektrums. Ob ihr die rechte Hand geschlossen haltet oder aufmacht, das ist eure Geschmackssache. Ich bevorzuge die Haltung, wo ich meine Finger auf der Gitarre abstützen kann. Wie positioniert man das Plektrum nun richtig an der Gitarre? Ich mache so, dass ich die Hand offen halte, dann lege ich die Handkante auf meine Brücke, klappe die Hand zu und habe meine Finger auf der Gitarre. Hiermit habe ich die volle Kontrolle über das Plektrum. Welchen Trick benutzen die Profi-Gitarristen, um schnell zu spielen? Ganz einfach. Der Trick ist folgender. Man legt das Plektrum auf die Seite, winkelt den Daumen an, sodass das Plektrum im 45-Grad-Winkel zur Seite neigt. Durch diese Neigung spiele ich mit der Kante des Plektrums, also mit diesen Seiten statt mit den Außenseiten, kann dadurch schneller spielen. Wenn ich mit den Außenseiten spiele, bin ich nicht so schnell und habe auch zu viel Widerstand. Das ist der größte Trick beim Plektrumspiel. Kommen wir nun zu unseren drei Ügen der rechten Hand. Wir legen den Zeigefinger der linken Hand in fünften Bund auf die G-Seite, das ist der Ton C. Spielen mehrere Takte Achtelnoten, Triolen und Sechzehntel immer mit Wechselschlag. Je schneller wir spielen müssen, desto mehr winkel ich das Plektrum im 45-Grad-Winkel an. Dabei verlässt das Plektrum die Saite im Idealfall nicht. Wir starten einmal unser Metronom mit Tempo 120 und spielen erstmal einige Durchgänge nur Achtelnoten. 1, 2, 3. Diese Übung könnt ihr auch gerne ein oder zwei Minuten machen, um euch ein bisschen warm zu spielen. Als nächstes spielen wir Triolen. Auch hier spielen wir Wechselschlag mit dem Ton C. Das heißt, wir spielen einerlei, zweierlei, dreierlei, viererlei. Hier muss ich bei Tempo 120 schon ein bisschen schneller spielen, deswegen kippe ich dann hier das Plektrum. 1, 2, 3, 4. In der dritten Übung spielen wir 16. Auch hier müssen wir das Plektrum wieder kippen, um bei der Geschwindigkeit mitzuhalten. 1, 2, 3, 4. Video zum Thema richtigen Plektrumspiel und Haltung. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo. Schreib mir noch gerne in die Kommentare, welche Themen dich interessieren würden und wo du gerne ein Video sehen möchtest. Besuche auch gerne meine Webseite www.dennis-gitarrenakademie.de. Dort findest du einige Videokurse zum Thema Gitarrenspielen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.